Emanuela mit Baby Amelia. Den beiden geht es gut, aber die Geburt ihres dritten Kindes war ganz und gar nicht so, wie die Mutter es geplant hatte. Der eigentliche Plan, eine Wassergeburt in einem Geburtshaus, war nicht möglich, wegen der Corona-Pandemie im stark betroffenen Italien. Und das Schlimmste, ihr Mann durfte nicht bei ihr sein. Das Geburtshaus wurde komplett geschlossen und im Krankenhaus in Genua durfte ihr Mann wegen der strikten Sicherheitsmaßnahmen nicht bei der Geburt dabei sein. Ich habe den Vater des Babys sehr vermisst. Er brachte mich ins Krankenhaus und musste dann gehen. Das war sehr traurig. Die einzige Möglichkeit, Ehemann Alessio zumindest ein wenig dabei zu haben, ein Videochat kurz bevor Emanuela in den Kreissaal gebracht wurde. Weil die Partner die werdenden Mütter nicht unterstützen können, wissen die Krankenhausmitarbeiter, dass ihre Rolle weit über die medizinischen Pflichten hinausgeht. Aus medizinischer Sicht ist es äußerst wichtig, dass sich die Frauen sicher fühlen. Sie haben ganz offensichtlich Angst um ihre eigene Gesundheit und insbesondere um die ihres Kindes. Mütter, die in der Schwangerschaft positiv getestet wurden, werden direkt nach der Geburt von ihrem Neugeborenen getrennt und in das Krankenhaus gebracht, das für die Covid-19-Fälle in der Region zuständig ist. Mutter und Kind bleiben getrennt, bis die Mutter negativ getestet wurde und keine Symptome mehr hat.